So, also nochmal hallo und herzlich willkommen. Hab schon gerade die Teilnehmer begrüßt. Beatrice, wir sind gerade wie viele? 115. 115 sehe ich auch. Fantastisch. 115 Teilnehmer. Ich begrüße euch herzlich zu weltweit Leben und Arbeiten. 16 Jobs für virtuelle Assistenten, ganz, ganz wichtig, die auch gebraucht werden. Das ist ein Riesenunterschied und den zeige ich euch heute. Eine Vorstellung der Akademie für digitales Arbeiten. Unsere kleine Agenda für heute. Kurz, wie könnte das Leben in Übersee aussehen? Diejenigen von euch, die schon ausgewandert sind, wir haben gerade eine Umfrage gemacht, kommen vielleicht auf Ideen, da könnte es auch schön sein, das ist der allerkürzeste Teil. Für wen ist dieses Webinar nicht? Ich habe schon angekündigt, ich bin ein Freund von Zeitkonsequenz. Wenn jemand andere Erwartungen hatte, da bleiben wir doch ehrlich zueinander und sagen, ja, das ist heute was anderes, es wird dir nicht gefallen. Drei Regeln für ein erfolgreiches Business, vielleicht der wichtigste Teil überhaupt, da gibt es so viele Irrtümer. Wer könnte ein Kunde sein? Wer hat überhaupt Bedarf für digitale Dienstleistungen? 16 Jobs mit einem gegebenen Bedarf, wo wirklich Nachfrage ist. Das ist das Herzstück von dem Ganzen. Und wie kann das Ganze umgesetzt werden mit der Akademie für digitales Arbeiten? Ihr seht, welche Reise ich in diesem Jahr hinter mir habe. Ich habe mich entschieden für Lateinamerika, bin alleine in diesem Jahr durch 14 Nationen durch. Und mein nächstes Ziel im Januar wird Kuba sein. Und ich sage euch, es ist einfach nur geil, wenn du an diesen alten Ruinen stehst, der Azteken, der Mayas, der Inkas. Es ist so ein erhabenes Gefühl, das kann man nicht in Worte fassen. Es ist geil, mit einer Privatmaschine über die Karibik zu fliegen und diese Farbenpracht von oben aus zu sehen. Es ist geil, diese wundervollen Sonnenuntergänge zu sehen, am Meer, am Strand, im Regenwald, in einem Infinity-Pool auf einem Berggipfel im Regenwald. Es ist so großartig, interessante Menschen kennenzulernen, ob Mann, ob Frau, und mit denen Partys zu feiern. Dieses Pura Vida, Pura Vida, das ist die Lebensfreude. So heißt auch mein YouTube-Kanal, Freiheit, Business und Pura Vida. Menschen, die nicht wie die Deutschen wegen jedem Preis meckern und nur Probleme suchen, sondern das Leben mit den Menschen gemeinsam zu genießen. Es ist einfach nur geil, diese Natur zu erleben, oben auf einem Berg zu stehen und auf einen Vulkansee zu schauen oder durch die Wälder zu reiten. Es ist so geil, am Meer zu sein, in Galapagos zu tauchen. Ich finde übrigens diese Robben wesentlich cooler als die Riesenschildkröten. Ja, die guckt man sich einmal an, aber die machen nichts. Ich finde die Robben, finde ich, viel süßer. Ja, das ist mein Leben. Und die ersten vier, die da waren, erkennen das rechte Bild wieder. Hier wohne ich jetzt. Genau das ist mein erweitertes Wohnzimmer. Und genau dahin werde ich auch zurückgehen, wenn dieses Webinar vorbei ist. Aus dem, was ich getan habe, da sind andere auf mich aufmerksam geworden, wollten Interviews mit mir, zum Beispiel das obere Wohin auswandern, lebe deinen Traum von Lia und Chris. Wer von Lia und Chris heute eingeladen wurde, gerne mal ein Lia in den Chat schreiben. Die meisten sind von Flo, habe ich schon bemerkt, aber von Lia dürften auch einige sein. Ich habe meinen eigenen Kanal jetzt seit 1,5 Jahren, seit 2 Jahren bin ich ausgewandert. Hier habe ich einen Vortrag gehalten über 12 Länder im Vergleich. Mittlerweile sind es 14. Und es wurden mir so viele Fragen gestellt über Auswandern. Ich wollte nie Auswanderungsberater werden, bin ich ja heute nicht. Deswegen habe ich einen Online-Stammtisch geschaffen. Seid ihr ebenfalls zu eingeladen. Der ist gratis, jeden Sonntag, 20 Uhr deutsche Zeitzone. Rausabend.de, ein Akronym für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, dürfte also jeden von euch betreffen. Wenn ihr also auf rausabend.de geht, mal gerne in den Chat schreiben, Beatrice, mit HTTP davor, ansonsten geht die Verlinkung nicht. Die Links hier oben, Telegram-Gruppe, YouTube-Kanal und Facebook, das sind Verlinkungen, die funktionieren auch. Und da wurden mir immer wieder die Fragen gestellt, ja, wie kann man denn im Ausland Geld verdienen? Wie kann man da arbeiten?
Und ich muss sagen, da wurden so dämliche Antworten gegeben. Ah, das hat mir die Haare, naja, gut, die Haare nicht gesträubt. Es hat mir die Zehennägel umgekrempelt. Da kommen dann so Ideen, jawohl, ich backe in der Adventszeit immer gerne Plätzchen, deswegen gehe ich nach Kolumbien und mache dann in Bogota eine deutsche Konditorei auf. Super, die Kolumbianer, die haben nur auf deutsches Gebäck gewartet. Die haben einen ganz anderen Geschmack. Und deswegen habe ich mich hingesetzt und mal runtergeschrieben, welche Jobs denn wirklich Erfolg haben im Ausland. Ich würde sagen, nach 2 Jahren ausgewandert mag ich jetzt nicht der Ober-Super-Vollprofi sein. Wer 20 Jahre ausgewandert ist, der weiß es besser. Aber ich bin immer noch sehr nah an euch dran und kann euch da eine ganze Menge Tipps und Input geben. In einer einzigen Folie mein Background, insbesondere an diejenigen, die von Flo kommen, weil ihr kennt mich ja überhaupt noch nicht. Mein altes Leben. Ich habe die Business Networking Academy gegründet. Das ist meine Firma. Das habe ich schon vor bald 8 Jahren getan. Ich bin amerikanisch ausgebildet als Trainer und Coach zusammen mit Tobias Beck, Marc Galal, Christian Bischoff. Wir haben alle dieselbe Schule durchlaufen. Bin also ansonsten auch auf der Bühne gewesen in Deutschland. Ja, auf der Bühne gewesen, habe da große Veranstaltungen organisiert. Unternehmen haben mich eingeladen, Verbände haben mich eingeladen, um über mein Kernthema zu sprechen. Und das ist anderen helfen, nämlich Netzwerken. Netzwerken, wie man Menschen zusammenbringt. Kontakte sind wichtig im Ausland. Ich habe 2 Bücher publiziert, das Praxishandbuch für Netzwerkveranstaltungen und die Empfehlungsformel. Habe ein eigenes Empfehlungsnetzwerk gegründet. Also diejenigen von euch, die bereits selbstständig sind und mehr Kunden haben wollen, ist sicherlich auch nicht unspannend für euch. Da könnte ich mal herzlich zum Business Speed Dating einladen. Das wäre eine Möglichkeit, Kunden zu finden, ist aber heute nicht das Thema. Und selbst das deutsche Fernsehen hat mich mehrfach gefilmt, ob jetzt hier die öffentlich-rechtlichen ProSieben, NTV, RTL, ob man darauf heutzutage noch stolz sein muss nach der Corona-Zeit, ist eine andere Frage. Aber ich will euch damit sagen, dass ja, ich schon einiges aufgebaut, aber auch zurückgelassen habe in Deutschland. Hab bereits eingeladen zum Business Speed Dating für diejenigen, die ein Business haben und Kunden suchen. Herzlich willkommen. Ist nicht ganz umsonst, kostet einen Riesenbetrag von 9,95 €. Einige haben es im Budget, andere nicht. Machen wir übrigens seit 175 Veranstaltungen, seit 2,5 Jahren. So, habe es extra kurz gehalten. Soweit zu mir. Für wen ist dieses Webinar nicht? Wir sind jetzt 123. Ich möchte respektvoll einige verabschieden, die nicht die richtige Einstellung haben. Dann guckt lieber das Brasilienspiel. Zum einen, was ich überhaupt nicht mag, was mich total ankotzt, das sind diese Schaumschläger. Sicherlich kennt ihr auch diese Anzeigen in Facebook, in Instagram. Ja, machen Sie in diesem Herbst noch 100.000 Euro, verdiene 10.000 Euro im Monat und das schon in 3 Wochen. Bäh. Das ist Abzocke. Das funktioniert für 0,1% der Leute und derjenige, der das anbietet, macht sich die Taschen mit so was voll. Netzwerken, das ist meine Heimat, das heißt auf Vertrauen, auf Gegenseitigkeit, auf Freundschaft etwas aufbauen. Ich glaube an Karma, deswegen kotzt mich sowas an. Ne? Reich über Nacht. Und das ist in diesem Webinar nicht. Wenn du sagst, ja, aber ich habe mir jetzt erhofft, dass ich hier noch 100.000 Euro bis Silvester verdiene. Nein. Nein. Kann ich dir nicht anbieten? Will ich dir nicht anbieten? Ich behaupte auch kein anderer, aber ich behaupte es auch nicht. Wenn du sagst, jawohl, ich bin bereit, mich hinzusetzen, mich ernsthaft in eine Materie einzuarbeiten, etwas zu lernen, dann wird was draus. Ich mag keine Hochstapler und keine Falschheit. Symbolbild, eine Influencerin. Ihr erinnert euch, ich bin der Anti-Influencer. Post noch groß in der ersten Klasse und sitzt sich nachher in die Touristenholzklasse und wird da erwischt von ihren Fans. Bäh. Was ich überhaupt nicht haben kann, sind Leute, die nichts haben, aber einen auf groß machen. Da haben wir erst gestern beim Abendessen drüber gesprochen, hier in Asunción.
dass es hier jemanden gibt, der rumprollt, ja, du musst unbedingt im Sheraton wohnen und du musst immer nur in die Luxusclubs reingehen, aber weiß selber nicht, wie er seine Miete bezahlt. Ich mache jetzt etwas, was du wahrscheinlich noch nie in einem Webinar gesehen hast. Ich zeige jetzt meinen Kontostand live. Das ist meine Weißbank, kann ich übrigens sehr empfehlen. Weiß ist super im Ausland. Da logge ich mich jetzt ein. Ich bin der Roman, wer soll ich sonst sein? Zack, gehen wir rein und wir sehen jetzt einen mittleren Betrag. Wir sehen 11.000 Euro, 10.000 Dollar, 8.500 Pfund, 5.000 Franken, China-Geld. Kann ich übrigens sehr empfehlen, das Geld in mehrere Währungen aufzuteilen. Top Consult LLC ist offensichtlich meine Firma. So, ich bin kein Millionär. Habe ich nicht behauptet, will ich nicht behaupten. Bin aber auch nicht kurz vor der Pleite. Ich lebe hier mein Leben. Ich ziehe mein Ding durch. Wer mich mag, mag mich. Wer nicht, der nicht. So einfach ist das. Und das ist schon der erste Tipp, so außer der Reihe, den ich dir geben möchte. Umgebe dich mit Leuten, die solide stehen. Diejenigen, die nichts haben, mit denen hast du nur Ärger. Die leihen sich Geld von dir, kriegst du nie wieder. Es gibt so viele Deutsche, die gehen ins, oder auch andere Länder, die gehen ins Ausland, verbraten ihre 10.000 Euro, die sie mal hatten, in den ersten 3 Monaten und dann wissen sie nicht weiter. Und dann zocken sie nämlich euch ab, die Neudeutschen, die ins Ausland gehen, verkaufen denen überteuerte Grundstücke etc., bieten eine Einwanderungsberatung, wo sie gar nicht qualifiziert sind. Es gibt eine Redensart, ich kann es schon nicht mehr hören, hüte dich vor Sturm und Wind und Deutschen, die im Ausland sind. Hüte dich vor Leuten, die gestrandet sind und pleite sind. Übrigens bei Einheimischen genauso. Diejenigen, die kein Geld haben, schwierig. Vor allem bei Frauen, aus männlicher Sicht gesprochen, andersrum genauso. Diejenigen, die solide im Mittelstand sind, die werden dich nicht abzocken. Danke, Björn. Okay, aber du kennst schon meine Videos. Ja, komm, machen wir weiter. Also, triff deine Entscheidung, ob du bis hierher mir vertrauen möchtest oder wenn nicht. Ist okay, vertraue jemand anders. Noch was ganz Wichtiges. Joblisten gibt es im Internet. Ich zeige dir heute 16 Jobs, die du im Ausland ausüben kannst. Wenn du nur eingibst, Arbeiten, virtueller Nomade oder so etwas, da findest du deutlich mehr. Hier, Top 50 geeignete Jobs für digitale Nomaden. Wer die Wahl hat, hat viele Optionen. Guck mal, steht hier alles. Ich kann, will und werde die 16 Jobs heute nicht im Detail erklären. Das ist Bestandteil unserer Akademie für digitales Arbeiten. Wenn du glaubst, dass du heute nur aus diesem Webinar, dieser 1 Stunde plus 1/2 Stunde Fragenteil, dass du da eine Veränderung für dein Leben mitnehmen kannst. Sorry, so schnell geht es nicht. Wir stellen heute die Akademie für digitales Arbeiten vor. Wir stellen 16 Jobs vor, die in der Akademie gelernt werden können. Wir bieten heute eine Ausbildung an. Und wer sich für diese Ausbildung entscheidet, der kann diese Jobs ausüben und damit Geld verdienen. Wenn du sagst, jawohl, das ist es, was ich für mich in Betracht ziehe. Ich möchte eine Ausbildung machen. Ich bin bereit, einen Job zu lernen. Ich bin bereit, mich mal weniger als eine Woche hinzusetzen und einen Job zu lernen, den ich für mehrere Jahre gut machen kann und damit gut verdienen kann, dann ist es die richtige Einstellung. Wenn du sagst, ja, aber ich will nichts lernen, ich will einfach nur machen, beenden wir das hier. 2 sind raus, 3 sind raus, das ist völlig in Ordnung. Schaffen wir 10? Oder meint ihr es alle ernst? Der Rest meint es ernst? Super. Okay, 3 sind raus, 124 drin. Machen wir weiter? Vor allem, ich weiß, Menschen zu schätzen, die umsetzen. Ich mag Macher. Das 90-Tage-Morgen-Vielleicht-Programm, es ist nichts anders. Ich habe die Erfahrung gemacht, jemanden, dem ich einmal hinterherlaufe, dem muss ich immer hinterherlaufen. Es funktioniert nicht, einen Jagdhund zur Jagd zu tragen. Geht nicht.
Wer sich entscheiden kann, jawohl, ich will was machen, ich will was durchziehen, der ist hier genau richtig. Wer sagt, ja, mal gucken, vielleicht nächstes Jahr, mal gucken, wie das nächste Jahr in Deutschland aussieht. Diejenigen, die sagen, jawohl, ich bin ein Macher, ich habe mich entschieden, ich will auswandern, ich will Geld verdienen, weiß nur noch nicht wie, der ist hier genau richtig. Denn dieses ist ein Webinar für Macher. Die Akademie für digitales Arbeiten ist ein Webinar für Macher. Ich habe gesehen, dass sich schon die Ersten melden. Das ist super. Wir machen einen Frage-Antwort-Teil am Ende. Lasst mich bei meinem Faden bleiben, bitte. Auch für diejenigen, die die Aufzeichnung sehen, dass wir die Fragen am Ende machen. Alle Fragen werden beantwortet. Bin erst um 19.30 Uhr Ortszeit in der Tapas-Bar verabredet. Das kriegen wir super hin. Und Fragen im Chat, die würden jetzt gerade untergehen. Ich habe hier 56 ungelesene Chat-Nachrichten. Das fängt bei mir immer auf. Beatrice hat ein Auge drauf, aber dann Fragen am besten am Ende. Da habt ihr meine volle Aufmerksamkeit. So, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Drei Erfolgsregeln für ein Business. Drei Herausforderungen. Ich versuche das Wort Probleme zu vermeiden. Gibt keine Probleme, gibt nur Herausforderungen. Gibt drei Dinge, die sich schwierig gestalten. Das erste, ganz natürlich, man hat noch keine Idee, als was man arbeiten möchte. Wo soll es denn herkommen? Ne? Schreib mal in den Chat, was dein alter Beruf gewesen ist oder was dein Noch-Beruf ist. Vielleicht bist du Sachbearbeiterin in der Versicherung. Vielleicht bist du Ingenieur, aber du weißt, in deinem Traumland, da wird man die Sprache nicht sprechen. Du bist vielleicht noch nie selbstständig gewesen. Du warst immer angestellt und du hast keine Idee. Was könnte man denn dort machen? Ich schaue mal aus Neugier auch rein. Physiotherapeut, Personalsachbearbeiterin, Sozialarbeiterin, Gärtner, Zahnarzthelferin, Krankenpflegerin, Außendienst, Zahnmedizin, Einkaufsleiterin. Wirklich bei der Versicherung. Okay, ich erinnere nochmal, wenn ihr von Host und Diskussionsteilnehmer da einmal draufklickt und auf alle umschaltet, dann können auch alle lesen, was ihr schreibt und nicht nur Beatrice und ich. An alle Schweißer, an alle Pflegekräfte, an alle Gärtner, an viele andere von euch. Hier als Angestellter zu arbeiten, ich beziehe mich jetzt mal auf komplett Südamerika, schwierig. Erstens, es gibt in den meisten Ländern eine Arbeitserlaubnis, die gebraucht wird. Ne? Da kann man nicht einfach so ankommen. Ne? Ich habe mit einer mittelständischen Firma in Brasilien gesprochen. Deutscher Betrieb, die sagen, wir sind froh, dass wir einen Praktikanten für 3 Monate nehmen konnten. Für 3 Monate, weil die Universität eine Kooperation haben. Händeringend würden die Deutsche einstellen, die dürfen nicht. Gibt keine Arbeitserlaubnis. Zweitens, wenn es die gäbe, dann hast du die Sprachbarriere. Da musst du erstmal mit denen konkurrieren, die die Sprache sprechen. Auf meinem Kontinent Spanisch respektive Portugiesisch. Drittens, die Urlaubsregelung. Die haben in Paraguay, haben sie in den ersten 5 Jahren 10 Tage Urlaub. Nach 5 Jahren sind es 20 Tage Urlaub im Jahr. Ab 30 Tagen, da wird's ab 10 Jahren, da hast du 30 Tage Urlaub im Jahr. Ist auch eine Möglichkeit der Mitarbeiterbindung. Das Gehalt kannst du dich hier einstellen auf ein paar hundert Euro. Selbst der Universitätsprofessor der drittgrößten Stadt in Paraguay verdient 980 Euro im Monat. Nicht Professor. Wie heißen die? Präsident. Der Universitätspräsident der drittgrößten Uni. Weniger als 1.000 Euro. Ja, Party. Dann überleg dir mal, was du als Krankenschwester hier verdienen wirst in den Ländern ohne Sprachkenntnisse. Wir realisieren, das wird nicht gut. Ich kann niemanden empfehlen, in diesen Ländern angestellt zu sein. Jetzt mag das in Japan einfacher sein, aber glaub da mal nicht an eine Arbeitserlaubnis. Australien, Neuseeland ist auch hochpreisig. Die suchen sogar, ihr wisst ja, was mit Corona los ist, elektronische Fußfessel. Ich will mir nicht im Detail verlieren. Ich kann es nicht empfehlen.
Dritte Möglichkeit, ihr habt zwar eine Idee, ihr habt vielleicht schon angefangen, aber ihr bekommt keine Kunden. Aufs falsche Pferd gesetzt. Ihr habt ein Angebot, was nicht nachgefragt wird. Beispiel Multilevel Marketing. Das ist die erste Branche, die abstürzen wird. Ne? Produkte im Strukturvertrieb. Das sind Produkte, die richten sich an die Mittelschicht. Die Mittelschicht wird gerade kaputt gemacht. Wenn die Leute sich überlegen, kaufe ich mir jetzt nochmal die 99 Euro Hautcreme oder tanke ich mein Auto voll, dass ich zur Arbeit fahren kann? Was wird der Kunde machen? Wenn man vor der Entscheidung steht, zahle ich jetzt meine Stromrechnung oder habe ich noch, kann ich noch heizen im nächsten Monat oder kaufe ich mir für 80 Euro Nahrungsergänzung? Deswegen ist Multilevel Marketing, Strukturvertrieb, diese Produkte sind viele Häuptlinge, aber wenig Indianer. Das tut mir so weh, wenn da auch Leute reinfallen. Ich sehe das in Facebook. Ich sehe das immer wieder. Jawohl, jetzt erst recht zweites Einkommen aufbauen. Ja, geil. Geh in die Struktur rein. Wer soll es denn noch kaufen? Na? Es bricht zusammen. Copywriting. Copywriting zu Deutsch Verkaufstexten. Das, ja, Texte umformulieren ist ganz nett, ist mal so ein Hype gewesen. Ein sehr geschätzter Kollege von mir, ich sage den Namen nicht, weil ich ihn schätze, rühmt sich damit, dass er 400 Copywriter ausgebildet hat und jetzt, wo er die Preise gesenkt hat, nochmal 1000 dazukommen. Geil! Deutschland braucht unbedingt 1400 Copywriter und er ist ja nicht der Einzige, der ausbildet. Ne? Dann hast du wieder Copywriter, die Copywriter im Copywriten helfen. Das ist so, als hätten wir auf einmal 2 Millionen Maler in Deutschland. Ja, irgendwann ist jede Wand gemalt. Was machen wir danach? Life-Coach. Ne? Coaches, die Coaches beim Coachen coachen. Nein, weil die armen Leute haben eh kein Geld, an denen verdienst du nichts. Mittelschicht hatten wir schon, bricht gerade zusammen. Oberschicht, diejenigen, die es sich leisten können, die gönnen sich auch ein Coaching. Aber doch nicht von einem Anfänger. Wir gehen zu Profis. Ich habe locker 16.000 Euro bezahlt für 5 Tage Seminar, habe mich vorangebracht. Ja, aber noch nicht bei einem Anfänger. Das Erste, und das bitte ganz sauber, naja, mitschreiben, es ist einfach, aber bitte verstehen, das ist das Erste, was man als BWL-Student lernt. Habe ich übrigens gemacht. Im Gegensatz zu den Grünen habe ich ein abgeschlossenes Studium in BWL. Wenn das Angebot steigt, und die Nachfrage sinkt, geht der Preis in den Keller. Ist ganz, ganz einfach. Und eben deswegen zeige ich euch heute Jobs, die quasi niemand anders anbietet. Und damit könnt ihr Geld verdienen. Gut? Business Regel 2. Der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Das bedeutet, Tobias Beck, so sehr ich ihn schätze, hatten vergangene Woche noch gesprochen. So sehr ich ihn schätze, hör auf dein Herz, verwirkliche dich mit dem, was du machen möchtest. Die Welt muss deine Botschaft hören. Wir sind in ernsten Zeiten und wir wissen das alle. Da jetzt zu sagen, ja, ich möchte mich selbst verwirklichen und ich möchte Geld verdienen, indem ich den Kolumbianern mal Umweltschutz erkläre. Bitte bezahlt mich dafür. Nein, die Leute hier, die wollen nicht für Umweltschutz bezahlen. Ich würde es mir wünschen, aber die haben andere Sorgen. Du musst etwas anbieten, wo eine Nachfrage da ist. Unsere Eltern oder wohl eher unsere Großeltern, als die in Zechen gearbeitet haben. Wer war gerade aus Bochum? Hallo Nachbar, ne, bei uns im Ruhrgebiet. Als unsere Großväter in Zechen waren, als die in Stahlwerken gestanden haben, Dienstlagen, super, noch näher dran, haben die auf ihr Herz gehört? Haben die sich selber verwirklicht? Lasst uns doch bitte aufhören, uns zu belügen, uns selbst zu belügen. Lasst uns doch sagen, hey, wir haben eine Zeit, da geht es darum, dass wir mit unserer Familie über die Runden kommen. Und da müssen wir etwas anbieten, was eine Nachfrage hat. Das heißt ja nicht, dass wir uns sonst wie prostituieren, sondern dass wir etwas tun, was auch vielleicht ein bisschen außerhalb unserer Komfortzone liegt. Ne? Wenn ihr mir zustimmt, dann schreibt mal bitte ein Okay in den Chat. Dann sehe ich, ihr seid noch dabei. Freue mich ja, dass die Teilnehmerzahl konstant ist mit 123. Okay, das sieht gut aus. Jawohl.
Überwältigende Zustimmung. Jawohl. Danke. Businessregel 3. Mega wichtig. Ich weiß nicht, wie viel ich für diese Weisheit bezahlt habe, um sie aber auch zu verstehen und umzusetzen. Business machen ist eigentlich ganz einfach. Finde Menschen mit Geld und einem Problem. Finde Menschen mit Geld und einem Problem. Je größer das Problem ist, desto mehr wird man dir bezahlen, wenn du die Lösung für das Problem bist oder eine Lösung bringen kannst. Suche dir einen Menschen, der Geld hat und ein Problem. Löse das Problem für ihn. Das ganze Business, und zwar jedes Business, basiert genau darauf. Ja, außer irgendeine soziale, kommunistische, hat eh nicht funktioniert, ne? Also. Wer hat Geld? Wer hat Bedarf für eine digitale Dienstleistung? Das ist übrigens der Umkehrschluss, möchte ich nochmal explizit aussprechen. Wenn es schwierig wird, in einem Land zu arbeiten, dann ist der Umkehrschluss, arbeite digital und verdiene dein Geld in Europa oder in den USA, meinetwegen mit Australien, bei denjenigen, die was zahlen können. Ich möchte, weil ich ehrlich zu euch bleibe, die Ausnahme dazu sagen, wenn du als Handwerker gut bist, ich weiß nicht, wie es mit Schweißer ist, ich weiß es nicht. Ich glaube, schweißen können die hier auch. Die setzen sich eine Sonnenbrille zum Schweißen auf. Wenn du als Handwerker gut bist, als Fliesenleger, als Elektriker, irgendwie so etwas, doch, du wirst hier gebraucht in Südamerika. Du wirst hier gebraucht. So viele Deutsche, die sich hier ihr Haus bauen, die wollen einen deutschen Standard. Die reiche Oberschicht hier, und wir haben hier eine sehr reiche Oberschicht in Südamerika, die wollen Häuser auf westlichem Standard. Und da kriegen die lokalen Handwerker nicht hin. Wenn du ein guter Handwerker bist und hier was machen kannst, kannst du ebenfalls dieses Webinar beenden. Wieder respektvoll. Ich kann dir nichts anbieten, was besser ist, als du schon kannst. Komm rüber, ich helfe dir gerne, Kunden zu finden. Komm zum Rausabend. Auf dich wird gewartet. Als Elektriker, als Fliesenleger, sicherlich ein paar andere Sachen auch. Maurern können sie selber. Weißer, weiß ich nicht. Aber das ist eine Ausnahme, die ist wichtig. Ansonsten, wenn du sagst, ja, zufällig kann ich kein Fliesen legen und ich wollte es auch nicht mehr lernen in dieser Woche, dann bist du noch immer in diesem Webinar genau richtig. Dann empfehle ich dir, digital zu arbeiten. Ja, mit wem denn? Wer hat Geld und Probleme, die es zu lösen gibt. Einzelunternehmer, das bedeutet Selbstständige, die noch nicht den ersten Angestellten haben, weil sie sich da auch vor der Verantwortung noch so ein bisschen drücken und natürlich auch die Lohnnebenkosten sehr ins Gewicht schlagen. Dass man da lieber mit einem Freelancer, mit dir zusammenarbeitet, bevor man jemanden fest einstellt. Trainer, Berater, Coaches sind dort eine sehr populäre Branche, weil die unheimlich viel für ihr Marketing zu tun haben. Das sind Branchen, die haben einen verhältnismäßig hohen Stundensatz, aber müssen auch lange strampeln, dass sie mal einen finden, den sie coachen und beraten dürfen. Das sind gute Kunden. Produktverkäufer können hochskalieren. Die haben ebenfalls noch Platz für neue Kunden. Es sind Menschen wie ich. Ne? Trainer, Berater, Coach ist ja meine Branche. Ich habe aktuell 5 Mitarbeiter. Ich arbeite zwischen 8 bis 12 Stunden in der Woche und ich verspreche dir feierlich. Ne? Es interessiert mich nicht, ob ich jetzt ein Tausender mehr oder weniger Kosten habe im Monat. Ist mir sowas von Bums. Ich möchte, wenn ich jetzt in andere Länder gehe, ich will mir Kuba angucken, wenn ich im Januar da bin. Ich habe keine Lust, dass ich statt 8 bis 12 Stunden auf einmal wieder 20 Stunden arbeite. Nö, ich fände es cool, wenn ich nur 6 Stunden arbeite. Ich bin dein Kunde. Muss ich nochmal erläutern, das wurde im letzten Webinar missverstanden. Ja, es ist möglich, dass ich einen von euch einstellen werde. Aber selbstverständlich erst nachdem die Akademie durchlaufen wurde, dass ich auch sicher sein kann, dass mein Standard gewährleistet wird. Und wenn du Chefsekretär von Porsche warst, schön. Ne? Bewerbungen bei mir unnötig,
Einige haben es trotzdem versucht. Wenn jetzt irgendwelche Bewerbungen per E-Mail eingehen, sehe ich sogar als Zeichen, dass du nicht zugehört hast. Weil natürlich muss erstmal gelernt werden, was dort erwartet wird. Ja, aber Menschen wie mich gibt es massig. Und vor allem kenne ich die auch noch massig, weil das zufällig meine Kunden sind. In meinem Empfehlungsnetzwerk, bei meinen Business Speed Datings. Jede Woche bekomme ich mit, was gesucht wird. Das ist vielleicht ein bisschen komplex, ich erkläre es langsam. Es gibt eine Schwelle von do it yourself, mach es selber, zu done for you, ich mache es für dich. Der Unterschied ist, bei do it yourself musst du ganz viel Zeit reinstecken, bei done for you bekommst du eine fertige Lösung. Gleich kommen Beispiele. Im Umkehrschluss ist das, was jemand bezahlt, bei do it yourself ist es minimal, bei hier ist dein fertiges Produkt, hat der Endkunde die größte Investition. Das ist so eine Skala. Bis dahin ist logisch, denke ich. Ne? Ich mache jetzt Beispiele. Nein, wird heute nicht verkauft. Das ist Beispiele, damit du es greifen kannst. Ich habe gesagt, ich habe Bücher geschrieben. Bücher lesen, Bücher kaufen und lesen ist do it yourself. Man liest dort meine Weisheit aus meinem Kernbusiness. Liest man dort, muss es selber umsetzen. Business Speed Dating mache ich aktuell einmal in der Woche, demnächst wieder zweimal. Da moderiere ich so ein bisschen, weil ich Spaß dran habe, ist aber kein Coaching. Ich gebe mal hier und da einen Tipp. Unsere Mitgliedschaft in unserem Empfehlungsclub, das ist schon deutlich mehr von mir. Da kommt viel Zeit von mir rein. Es ist eine mittlere Investition, so von 2.000 Euro. Wir haben eine Mastermind-Gruppe, die kostet 7.000 Euro. Da muss man weniger Zeit investieren. Da müssen meine Kunden weniger Zeit investieren, weil ich viel mehr reinstecke und jemanden weitestgehend zum Erfolg bringe. Er muss nur noch das Ganze umsetzen. Und natürlich biete ich auch an, zack, ich mache dir ein fertiges Geschäftsmodell, schlüsselfertig, kannst du Spaß mit haben. Allerdings sind wir dann da bei einem Tagessatz von 3.000 Euro. So. Als Beispiel. Jetzt sagen wir mal, wir drehen das um. Ich möchte jetzt Kunden über LinkedIn gewinnen. Ich mag LinkedIn nicht. Wie viele von euch kennen LinkedIn? Einmal LinkedIn in den Chat schreiben, bitte. Ich persönlich kann mich damit nicht anfreunden, weil jedes Mal, wenn ich mich dort einlogge, ne, dann werde ich voll gespammt mit irgendwelchen Verkaufsangeboten. Ne? Hallo Roman, spannendes Profil. Wobei, ehrlich gesagt, habe ich mir nie angesehen. Du bist mir auch scheißegal, Roman. Hey, hast du mal nachgedacht über Businessfotos? Ja, von mir aus. Kannst gerne vorbeikommen nach Paraguay. Machen wir Fotos zusammen. Nein, nein. Wenn ich Fotos haben wollte, würde ich mir jemanden suchen aus meinem Netzwerk. Ich mag kein LinkedIn. Aber ich gestehe ein, dass LinkedIn ist eine Plattform, wo Kunden für mein Business, für Empfehlungsnetzwerke, die sind da massiv vorhanden. Jetzt habe ich hier 588 Kontakte gehabt. Das ist ein älteres Foto, mittlerweile über 1.000. Ich tue mir doch den Scheiß nicht an, dass ich mich da, wenn ich keinen Bock drauf habe, auf LinkedIn, dass ich mich da jeden Tag einlogge und da jeden Tag ein, zwei Stunden rumpimmel. Mache ich nicht. Das ist ein Problem von einem Menschen wie Roman Topp. Kunden haben, ja. Zeit reinstecken, nein. Zurück. Hier, ich möchte bitte ein Done for you. Ich möchte, dass das jemand für mich macht. Ich will kein Buch lesen, wie LinkedIn funktioniert. Ich will kein Gruppencoaching. Ich will, dass das jemand für mich macht. So denken erfolgreiche Menschen, weil erfolgreiche Menschen keine Zeit haben oder sich für so ein Zeug keine Zeit nehmen wollen. Logisch, oder? Stell dir vor, dein Auto ist kaputt. Willst du jetzt ein Buch lesen, wie du dein Auto selber reparieren kannst? Willst du ein Mastermind-Coaching machen, wie du dein Auto reparieren kannst? Hey, du willst, dass dir jemand die Karre repariert, richtig? So denken wir erfolgreiche Geschäftsleute. Ich will mich nicht um LinkedIn kümmern, ich will mich nicht um Instagram kümmern. Ist natürlich so hektisch. What the fuck ist TikTok? Gar nicht meine Generation, ich bin 42. Podcast fände ich cool, ne, bisschen was gerade aussexen, kriege ich auch noch hin. Das Ganze vorbereiten, einstellen, hochladen, kein Bock drauf. Und was ist Pinterest? Ne?
Das sind alles Dinge. Da geht es etlichen, tausenden Menschen wie mir. Ergebnis haben, ja. Zeit reinstecken, nein. Bis hierhin ist das erstmal nachvollziehbar und logisch. Dann bitte ein logisch oder ein Logo in den Chat. Dann weiß ich, ich muss dazu nicht mehr sagen und kann dann zum nächsten übergehen. Jawohl. Super. Super. Okay. Das sind die wichtigsten Grundlagen. Schauen wir uns eine andere Perspektive an. Was kostet überhaupt das Leben? Ah, erst das Leben in Deutschland, dann zum Vergleich in Ausland. Ich habe gegoogelt. Google sagt, ein Deutscher verdient knapp 2000 Euro netto im Monat. Finde ich übrigens viel, aber sagt Google. Davon sagt Google 745 Euro Miete. Strom, Gas, Internet 300 Euro, was wahrscheinlich noch human ist, das dürfte mittlerweile gestiegen sein. Bleiben also unter 1000 Euro zum Leben über. Ich unterstelle, ihr, du hast weniger als 1000 Euro in Deutschland zur freien Verfügung. Diese Zahl stelle ich mal in den Raum, weil es ein Durchschnitt ist, hat der eine mehr, der andere weniger. So manch einer würde sagen, ich hätte da gerne 1000 Euro in Deutschland. Nehmen wir mal diese Zahl. Übrigens, dieses Symbolfoto, das ist die Einlage bei der Nationalbank, die ich leisten musste für meine unbeschränkte Aufenthaltserlaubnis. Habe das nochmal auf Spaß so hingelegt. Was kostet denn das Leben im Ausland zum Vergleich? Bolivien, Kolumbien, Paraguay, Argentinien, Guatemala, Nicaragua. Das sind alles ganz, ganz billige Länder. In Kolumbien beträgt der Mindestlohn 210 Euro im Monat. Das bedeutet, 300 Euro davon leben die Einheimischen. Ergibt einen Stundenlohn von 1,50 Euro, dass du es mal gehört hast. So viel zum Thema hier arbeiten und die können zumindest ihre eigene Sprache. Du wirst als Deutscher das Doppelte bekommen, das Dreifache, wenn du Glück hast, aber nicht das Zehnfache. Du kommst nicht auf 1000 Euro, wenn du im Ausland arbeitest, als Angestellter. Miete, das habe ich vorhin als Quiz gemacht. Die allerersten, die hier waren, werden es bestätigen. Ich habe ein Quiz gemacht hier in meinem Fünf-Sternchen-Hotel. Mit Pool zahle ich 9,54 Euro pro Nacht. Monatsmiete, das ist günstig. Huh? Du kannst hier für 300 Euro, da kannst du hier leben. Krankenkasse zahle ich 100 Dollar, entspricht 100 Euro im Monat, 1, 2 im Jahr. Man lebt hier super mit 20 Euro am Tag. Der Hartz-IV-Satz oder Bürgergeldsatz sind 13,80 Euro. Ich habe es mal ins Vergleich reingestellt. Wenn du mit 20 Euro hier am Tag super lebst, ne, mit 13,80 Euro in Deutschland kommst du nicht weit, nur als Vergleichswert. Ich will dir damit sagen, 1000 Euro im Monat in diesen Ländern ist fucking, fucking viel. Die kriegst du kaum ausgegeben. Du hast keine Steuern und keine Abgaben, zum Beispiel in Paraguay. Territorialbesteuerung ist ein Thema für Fortgeschrittene. Ist aber möglich. Mit der Akademie für digitales Einkommen ist ein stabiles Einkommen nach einem einzigen Monat für diejenigen, die es wirklich ernst meinen, ist es bereits möglich. Nach 2 bis 3 Monaten überhaupt kein Problem. Sagen wir mal, du arbeitest 30 Stunden in der Woche. Nicht 40 Stunden, nicht 50 Stunden, wie ich als Selbstständiger, wo ich angefangen habe und die meisten Selbstständigen immer noch. Sagen wir mal, du hast einen freizeitorientierten Lebensstil und 30 Stunden die Woche arbeiten ist cool. Schreib mal in den Chat, wie viele Stunden möchtest du in der Woche arbeiten? Bitte realistisch betrachtet, nur 5 ist auch eine coole Antwort. Aber ja, wir waren uns einig, dass wir heute nicht im Traumfenster-Seminar sind, sondern wir fangen ja erstmal an. Wie viel bist du bereit für deine Freiheit, für dein Auswandern, für deine Träume zu arbeiten? Ja, 25, 30 sieht gut aus. Super. Mit 30 Stunden ist ein Einstiegseinkommen möglich von 1500 Euro. Mit der Akademie für digitalem Arbeiten. Einstiegseinkommen, nicht in alle Ewigkeit, Einstiegseinkommen. Das Ganze ist netto
und steuerfrei. Da wäre jetzt ein Rechenbeispiel. Du hast drei Auftraggeber, die dir 500 Euro zahlen. Das sind die 1,5. Alle drei Auftraggeber bekommen zum Beispiel 2 Stunden von dir am Tag, sind 6 Stunden Arbeit am Tag, das wirst du überleben, Rest hast du Freizeit. Ist schon mal nicht schlecht, oder? Ist im nächsten Jahr möglich, mehr zu verdienen? Das Doppelte, das Dreifache? Klar, klar. Ich möchte mich hier von diesen Hillibilis abgrenzen, die da irgendwelche Luftschlösser aufbauen. Ich sage lieber bodenständig, was ist das Minimum, aber auch garantiert, wenn du es nicht mutwillig verkackst? Dass das mehr wert, vollkommen klar. Ob du jetzt mehr Stunden arbeiten möchtest oder ob du eben deinen Stundensatz nach oben setzt, weil du immer besser wirst. Ich stelle dir gleich die 16 Jobs vor und das differenziert sich. Projekte auf Zeit, die sind mal abgeschlossen. Provisionsgeschäfte, Leistungsarbeit oder eben, da sind jetzt drei Begriffe, bitte merken, die habe ich mir jetzt ausgedacht. Vollzeitstelle für 1.000 Euro im Monat, Minijob für 500 Euro im Monat und Vierteljob 250 Euro im Monat. Ja, woher kommen die Zahlen? Ich habe mir überlegt, was wäre ich als Roman Top bereit auszugeben? Das ist jetzt von mir geschlossen. Ich denke, das ist recht realistisch. Alle 16 Jobs, die du jetzt siehst, habe ich entweder aktuell bei mir im Team. Ich hatte sie mal, brauche sie aktuell nicht mehr, weil ich jetzt aktuell kein weiteres Buch schreiben möchte. Oder ich würde jemanden sofort einstellen, wenn es ihn mal geben würde. Ja? Und dazu habe ich, ja genau, die Akademie für digitales Arbeiten gibt es ja nicht erst seit heute. Der erste Durchgang, der ist bereits erfolgreich durchlaufen. Wir haben jetzt 7 von 9 Workshops gehabt. Also wir sehen, es funktioniert und zwar großartig. 16 Jobs. Der erste Job ist Referenzen einsammeln, Bewertungen einsammeln. Ihr seht hier meine Firma Top Consult noch in Dresden. Ich war 7 Jahre in Dresden, ne? Neusachse mit westdeutschem Migrationshintergrund. Und ihr seht jetzt 22 Google-Bewertungen. Das ist nicht wirklich viel. Und dafür, dass ich über 2000 Unternehmen gecoacht habe, denke ich mir, das könnte eigentlich mal mehr sein. Warum ist das so wenig? Weil ich es immer dem Zufall unterlassen habe, ob mich jemand bewertet oder nicht. Das ist eine super Sache für einen virtuellen Assistenten, der dort meine Kunden in meinem Namen richtig anspricht, der weiß, wie man eine gute Referenz formuliert. Und mit dem Kunden zusammen diese 5-Sterne-Bewertung dann dort erzeugt. Das macht bei den Auftraggebern, ich sage mal eure künftigen Auftraggeber, ne? Das sind diejenigen, die werden mehr verkaufen, die werden sich gegen ihre Marktbegleiter durchsetzen, wenn sie mehr Bewertung haben. Was auch super funktioniert, sind Videoreferenzen. Da kann man hier so eine Plattform nehmen wie Zoom, ne? Einer links, einer rechts. Oder auch nur der Endkunde, der Kunde deines Kunden im Großformat. Du stellst die richtigen Fragen und der Kunde sagt in die Kamera, hier in Zoom, während die Aufnahme läuft, wie großartig er die Dienstleistung von deinem Auftraggeber findet. Geil. Sowas kann man dann super verwerten für Imagefilme, für Werbefilme. Erfolgreiche, zufriedene Kunden, die überzeugen, was das für Fragen sind, wie man mit den Menschen umgeht, wie man eine richtige Ansprache macht, was eine gute Referenz von einer schlechten Referenz unterscheidet. Dafür haben wir einen Ganztagesworkshop. Zweiter Punkt: YouTube-Kanal wachsen lassen. Ihr seht, mein YouTube-Kanal stand von vor 3 Monaten 970 Abonnenten, mittlerweile 1170. Ich prüfe das nachher, ob ihr abonniert habt. Und ich verspreche euch feierlich, jeder, der einen YouTube-Kanal betreibt, hat Ego. Je mehr Abonnenten, je mehr Views, je mehr Klicks, je mehr Kommentare, Ego, Ego, Ego. Ich lasse mir den Kanal 500 Euro im Monat kosten. Das ist von mir ein Liebhabereiprojekt. Ich verdiene damit nichts. Ich will damit gar nichts verdienen. Ich habe Spaß daran.
Ich habe einen Angestellten, der hat beim deutschen Fernsehen gearbeitet. Der hat Kriegsberichterstattung in Ruanda und Burundi gemacht, als da hinten dieser furchtbare Bürgerkrieg war. Der ist Vollprofi. Guckt euch die Videos an, nicht jetzt, gerne später. Ich finde, dass er sie hervorragend schneidet. Doch der ist viel zu teuer, dass ich jetzt den hinsetze und sage, Carlos, jetzt schreibst du bitte mal eine schöne Videobeschreibung, jetzt suchst du mal die Hashtags raus. Ne? Und jetzt siehst du mal bitte zu, lieber Carlos, wie du meinen YouTube-Kanal in einschlägigen Telegram-Gruppen und auf Facebook bewertest. Der sagt, ja, Roman, mache ich gerne. Kostet dann aber 1.000 Euro und nicht 500 Euro. Sage ich, Moment. Ne? Da suche ich mir doch lieber jemand, der einen Vierteljob ausübt, der jetzt nicht ein Video in Perfektion in Fernsehqualität schneiden kann, der solche Dinge macht. Kommentare verwalten. Ja, Björn kennt ja meinen YouTube-Kanal. Da ist andauernd irgend so ein Stinkstiefel dabei. Und, das ist total chauvinistisch, was du schreibst. Und ich will lieber die Grünen. Und ja, komm. Ne, mit solchen Kommentaren umzugehen, das ist alles Arbeit. Das gebe ich gerne ab. Also, das ist ein Halbtages-Workshop, wie du jemandem helfen kannst, dass ein YouTube-Kanal wächst. Von 1.000 auf 2.000 und so weiter. Drittens, LinkedIn-Manager, das habe ich ja schon so ein bisschen angeteasert. Wie sieht ein ordentliches Profil aus? Wie kann man den Kanal wachsen lassen? Inhalte posten, Nachrichten verwalten, Veranstaltungen erstellen. So etwas lernen wir in einem, lehren wir in einem Halbtages-Workshop, wie du für jemanden als LinkedIn-Manager den Kanal übernehmen kannst. Ich sage, der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Wenn du jetzt sagst, ja, LinkedIn fühle ich mich selber nicht zu Hause, aber hey, wenn du da jetzt, da steht halber bis ganzer Job, das bedeutet 500 bis 1.000 Euro im Monat, kannst du dich jetzt mit LinkedIn so ein bisschen anfreunden, wenn du auf einmal ein fremdes Profil betreust, das sauber hältst, das wachsen lässt und dann dafür 500 oder 1.000 Euro bekommst? Schreib mal in den Chat. Dann schon. Insbesondere diejenigen, die vorher auch sagten, LinkedIn, nee, will ich nicht. Beachte, natürlich musst du ja nicht alle 16 Jobs gut finden. Das ist doch völlig super, wenn du ein oder zwei hast, wo du sagst, das will ich machen. Feedbacks und Erfahrungen einsammeln. Ich habe jetzt am Wochenende ein Zweitagesseminar gegeben. Ja. Wenn ich die Leute frage, wie war es, da sagen alle, ist super. Wenn ich sage, wie hat euch das Webinar gefallen, bin ich gewohnt, das sagen ja alle, alle finden es gut. Aber mal ein Feedback zu bekommen, was kann man denn besser machen? Solche Informationen, die dringen an einen Referenten, dringen sie nicht heran. Und das ist eine ganz wertvolle Tätigkeit. Denn wenn man schon die Frage stellt, wie hat dir dieser Kurs gefallen, das Webinar gefallen, der Vortrag gefallen? Und wenn jemand sagt, das fand ich super, dann ist es ja nur eine Frage weiter. Ja, super, dass es dir gefallen hat. Wen könntest du dir vorstellen, der diesen Kurs auch belegen möchte? Mit einigen Fragen, die ich in diesem Job beibringe, da kannst du deinem Auftraggeber Kunde ohne Ende bringen. Es gibt kein wertvolleres Vertriebsmittel als die persönliche Empfehlung. Ich weiß es, habe darüber zwei Bücher geschrieben. Da kannst du neben dem Stundensatz, kannst du auch noch Provisionen verdienen. Wenn wir jetzt mal sagen, bei mir ist eine Mastermind-Gruppe 7.000 Euro und du hast jetzt einen Auftraggeber, der was Ähnliches macht wie ich, sind übrigens marktübliche Preise. Zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Und du hilfst jetzt deinem Auftraggeber, weil du mit seinen Kunden nochmal sprichst. Und die Kunden sagen, ja, das will geil, das war geil. Und du stellst die richtigen Fragen. Und über den Kunden bekommt dein Auftraggeber noch mehr Kunden. Da ist eine Provision für dich drin. Wird der von seinen 7.000 Euro was abgeben, wenn er durch dich und seinen Kunden 7.000 Euro bekommt? Wenn es nur 5% für dich sind, das kannst du mal nachrechnen, ne? Das mal so als Taschengeld obendrauf, das macht Spaß. Rechnungen und Mahnwesen, das ist jetzt sehr, ich sag mal, konventionell. Eine halbe Stelle. Wie wird Rechnungsprogramm bedient? Wie werden Rechnungen geschrieben? Kontoführung, Buchhaltung, Mahnen.
Das ist das Erste, was ich outgesourced habe an meine Sekretärin. Bereits 2016 ist das Erste, wo ich keinen Bock mehr drauf hatte. Da gibt es viele andere wie ich, die sagen: Oh mein Gott, da habe ich ja keinen Bock drauf. Skripte, Arbeitsbücher erstellen, ist ein Riesenmarkt, bisher kaum beackert. Es ist ein Projektgeschäft, weil so etwas wird jetzt nicht immer wieder gebraucht, sondern es wird ja einige Male gebraucht. Bei meinem Seminar am Wochenende, da hatten wir Arbeitsbücher. Für mein Empfehlungsteam, erwähnte ich bereits, haben wir Workbooks. Für meine Masterclass gibt es Workbooks. Da glaubt sie, ich erstelle die selber. Ich liefere die Inhalte, aber ich habe jemanden anders, der das stylt, Layout, der das hübsch macht. Sowas betrifft jeden Coach, jeden Trainer, der Arbeitsblätter braucht, der selber Seminare gibt. Jetzt haben wir kurz vor Jahreswechsel. Sehr viele Trainer bieten jetzt ein Starte ins neue Jahr Programm, 90 Tage Erfolgsprogramm 2023. Und die alle können so etwas gebrauchen, wie dass dort jemand ein solches Work erstellt. Das können Sie an Ihre Kunden verkaufen. Sowas ist mit PowerPoint oder Canva möglich. Das zeigen wir in diesem Workshop. Onboarder für Neukunden. Viele Leute, die solche Videokurse etc. anbieten, das ist, wenn neue Leute reinkommen, dann müssen die wissen, wie es läuft, wie ist das Wissen, wie kann man dort ankommen in dem Team. Und Kundensupport. Ich verspreche dir feierlich, jeder Coach möchte coachen. Doch die möchten sich nicht mit Support auseinandersetzen. Wir möchten nicht sagen, oh, Schau mal. Ah, das spiegelt. Schade. Hallo Florian, habe mich angemeldet für dein Seminar, bekomme aber keinen Link. Wo wird es stattfinden? Bitte um Info und viele liebe Grüße aus Berlin. Namen lese ich nicht mit vor. Na? Wurde mir gerade weitergeleitet, habe mal gerade kurz drauf geguckt. So was meine ich. So was meine ich. Weil das jetzt über den Florian und über eine Ecke geht, habe ich da keinen Einfluss drauf. Aber genau so etwas meine ich. Dass eben dafür, bei denjenigen, die wir selber eingeladen haben, ne, dass wir dann eben dort einen Kundensupport haben, dass jemand während dieses Webinars natürlich in die E-Mails reinschaut, hat jemand die Zugangsdaten nicht gefunden, das ist Kundensupport. Es betrifft auch, dass man so eine Community bei der Stange hält, sie weiter motiviert hält. Und da gibt es so viele, die haben ihre Facebook-Gruppen, ihre Telegram-Gruppen, ihre Communities, die kosten Mitgliedsbeiträge, Monatsbeiträge und die suchen jemanden, der das managt. Kenne ich einige von meinen Kunden, die suchen Community Manager. Bilingualer Business duplizieren. Wer hatte gerade geschrieben, ich kann schon Spanisch? War das Björn? Trainer, Coaches, die in ihrem eigenen Land, im deutschsprachigen Raum, erfolgreich sind und sagen: Hey, ich möchte gerne mein Business duplizieren auf andere Länder, aber sie haben nicht die Zeit für das Marketing. Vielleicht können sie sich noch ausdrücken. Ja, ich spreche Englisch genau wie Deutsch. Aber ich werde einen Teufel tun, dass alles, was ich aufgebaut habe, dass ich jeden Facebook-Post mit einem anderen Profil noch mal in Englisch mache. Das ist die Aufgabe eines Bilingualers. Das Wort stammt von mir, habt jedenfalls vorher nie gehört, dass dort alle Portale bespielt werden. Dass alles, was ich in Deutsch gepostet habe, in Englisch oder Spanisch oder Swahili gepostet wird. Das ist jetzt kein direkter Workshop, das ist die Summe aus mehreren Workshops. Copywriter, ich habe schon gesagt, es wird gnadenlos überbewertet, aber es ist eine Hilfswissenschaft und es ist praktisch. Wie wird eine Mail schön formuliert? Wie sehen Social Media Posts schöner aus? Wie kann man Webseiten so ein bisschen upgraden? Texte, die Veranstaltungen beschreiben.
Ja, es stehen sich so viele Copywriter gegenseitig auf den Füßen rum und betteln um Jobs. Die kommen dann zu mir zu den Business Speed Datings, oh, suche Job, suche Job. Denen wird erzählt, dass die da sonst was für tausende Euro im Monat verdienen werden. 10.000 Euro Sticks. Genau. Deswegen haben sie auch alle keinen Job. Wenn man das aber bodenständig macht, vernünftig macht, dann kann man natürlich mit den Copywriting-Techniken, kann man das kombinieren mit Social-Media-Posts. Ohne Größenwahn ist es eine vernünftige Sache. Es ist ein Handwerkzeug, den kann man sich bedienen. Ist ein bisschen quer gedacht. Altkontakte reaktivieren. Dass jeder Unternehmer, der schon ein paar Jahre dabei ist, der hat ja alte Kunden. Und ganz normal schläft der Kontakt irgendwann ein. Und hier gibt es bestimmte Techniken, wie man auf die Kunden vom Auftraggeber zugehen kann. Soll Ihnen einen schönen Gruß vom Roman Pop bestellen. Ja, sagen Sie mal, wie geht es Ihnen denn jetzt in der Energiekrise? Roman Top lässt Sie schön grüßen. Der ist in Paraguay, der hat eine andere Zeitzone, macht sich aber Gedanken um Sie. Kann man irgendwas für Sie tun? Dass man dort das Netzwerk nochmal auffrischt. Kontakte sind so, so wertvoll. Wo kann man helfen? Es geht nicht darum, was zu verkaufen. Nein, es geht darum, den Menschen zu helfen. Und wenn man den Menschen geholfen hat, dann werden die auch wieder zurückhelfen. Jetzt steht hier noch, das ist insbesondere interessant für diejenigen, die innerhalb der EU auswandern, sowas wie Zypern, um dort über EU-Roaming auch noch kostenfrei telefonieren zu können. Jetzt habe ich schon eine neue Lösung, wie man über Teams, Microsoft Teams mit einer deutschen Telefonnummer weltweit telefonieren kann. Und die deutsche Telefonnummer wird angezeigt. Geil. So etwas ist dann in diesem eintägigen Workshop. Online-Veranstaltungsmanager, das haben Beatrice und heute so halb gemacht. Beatrice hat den Countdown heute eröffnet. Danke dafür. Teilnehmer verwalten, technische Stabilität, Backup. Wir hatten heute einen Stromausfall in Paraguay. Also nein, hier im Hotel. Hier im Hotel, ja, das kommt vor. Und 20 Minuten vorher, da hat der Strom wieder angefangen. Ich war für ja, eine Stunde. Für eine Stunde war ich raus aus dem Strom. Das ist jetzt nicht so schlimm. Handy war aufgeladen, LTE hatte ich auch. Aber ich freue mich auf Kuba. Da ist nämlich Strom und Internet eine andere Nummer. Und deswegen ist es super, wenn jemand ein Meeting hosten kann. Wenn ich jetzt wieder rausfliegen würde, scheißegal, Meeting geht weiter. Ich bin in einer Minute wieder eingeloggt mit dem Handy. Aber nur, weil Beatrice als Online-Event-Managerin hier der Host ist. Sowas ist für jeden, der online viel Geld verdient, ist das Gold wert. Und es geht ja jetzt nicht nur um das Technische. Es geht auch um den Chat. Ihr seid ja alle lieb, aber es gibt mal Leute, die dann irgendwie was querkotzen in den Chat und dass man da auch mal Leute, die stört, auch rausmeißen kann aus dem Meeting. Ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, aber sowas gibt es. Was wir nicht gemacht haben, weil wir es vorher nicht abgesprochen haben, natürlich hätte man mich auch anmoderieren können. Wenn ich jetzt sage, wie toll ich mich selber finde, was ich für Bücher geschrieben habe, was ich von dem Fernsehen war, oder ob das Beatrice in ihren Worten gesagt hätte, ich denke, es hätte noch mal anders gewirkt. Ne? Beatrice, mach aber nächstes Mal. Machen wir. Okay. Mächtig, ultramächtig, der Firmenlobbyist. Wir beschweren uns immer über Lobbyisten, die Pharmalobby, die Energielobby, die Lobbyisten in Brüssel. Erfolgreiche Menschen, die neiden nicht auf andere, die gucken, was können sie lernen von anderen. Selbst mittelständische Firmen bauen sich Netzwerke auf. Die kooperieren mit anderen. Aber gerade der Geschäftsführer hat doch gar nicht die Zeit, dass er auf alle möglichen Events geht und dann dort sich mit Leuten vernetzt. Deswegen, ich behaupte, das ist der Job der Zukunft als Lobbyist für eine Firma. Dort die Kontakte, ne, das Vitamin B.
Vitaminbeziehungen aufzubauen, Events zu besuchen, und das ist in den heutigen Zeiten, ist das online, Kooperationen aufzubauen und so schön helfen und verbinden. Da geht es doch nicht um Verkaufen, das ist sich gegenseitig helfen. Das ist absolut langfristig sicher. Ja, kommen wir nicht in einen eintägigen Workshop rein, aber auf jeden Fall eine Grundlage kann geschaffen werden. Und da kannst du sowas von viel Geld nehmen. Ich könnte euch Sachen erzählen von dem Business-Treffen in Panama, wo sie die dritte U-Bahn-Linie von Panama klar gemacht haben. Multimilliardenprojekt. Ich war dabei, abgefahren. Kommen da nachher noch Folien zu? Weiß ich gerade selber nicht. Gucken wir dann mal. Diesen Workshop haben wir übermorgen. Ich habe zwei Bücher geschrieben, aber doch nicht alleine. Dabei wurde mir geholfen. Im Gegensatz zu, wie heißen die alle, Baerbock, Giffey, ne, den ganzen Politiker-Arschlöchern dort. Ich habe meine Bücher, es sind meine Inhalte, aber ich habe sie nicht abgetippt. Es ist entstanden aus Gesprächen, die aufgezeichnet wurden. Und das hat dann jemand, wie sagt man, transkribiert. Das betrifft genauso Podcast. Dass man als Assistent Interviewpartner organisiert, dass man Fragen vorbereitet, Termine verwaltet, die Technik sicherstellt und das Ganze publiziert. Und da gibt es viele. Wie viele von euch hätten denn selber Lust, ein Buch zu schreiben? Nur mal so als Gegenprobe. Ne? Schreib mal Buch in den Chat, wenn du dir vorstellen könntest, ein Buch zu schreiben, oder eher, wenn du denkst, du hättest, jawohl, ich, das zählt auch. Wenn du denkst, dass du was Spannendes zu erzählen hast, okay, so viele, so viele. Buh, buh, lassen wir durchgehen. Okay. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob ihr das Kapital habt, ob ihr die Zeit habt. Andere haben das ganz sicher. Würde mich vielleicht sogar noch mal hinsetzen für ein drittes Buch. Hey, 2 Jahre auswandern, was habe ich für Geschichten erlebt? Aber die Zeit habe ich nicht. Wenn es mir jemand abnimmt, ich nur Inhalte liefern muss, dann wird es schon besser. Content Creator. Ich behaupte ja eher was für die Mädels, eher was für die Kreativen. Allerdings hat sich im ersten Durchgang gezeigt der Akademie, dass da auch Männer richtig drin aufblühen. Einen Contentplan erstellen. Im Übrigen, ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass Social Media, das ist keine gute Methode, um Kunden zu finden. Es wird überbewertet. Aber egal, der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler, das hatten wir schon. Wenn der Auftraggeber Content Management haben möchte, Social Media Management haben möchte, kriegt das Social Media Management. Wird oft gefragt, schaut mal in die Jobbörsen. Ne? Suche Social Media Manager für die Portale Instagram, Facebook und TikTok. Liest man häufig. Da reicht es nicht, dass du deinen eigenen Account hast. Das muss gelernt werden. Was ist überhaupt ein Contentplan? Und was ist ein guter Contentplan? Was wird an welchem Tag gepostet? Welche Uhrzeit ist zielgruppenorientiert? Natürlich die grafische Gestaltung. Wie sieht sowas hübsch aus? Dann Serienbilder. Serienbilder bedeutet sowas wie 10 Gründe, um an dem Seminar Empfehlungsexplosion teilzunehmen. Das bedeutet der Adventskalender, 24 Tipps zum Auswandern. Das alles sind Serienbilder, werden jeden Tag gepostet. Texte formulieren, da geht es dann mit dem Copywriting fließend über und bitte selbstständig posten. Nicht, lieber Auftraggeber, da habe ich für dich gemalt, mach mal. Entlaste die Leute. Deine Auftraggeber, die wollen done for you oder done for him in dem Falle. Ebenfalls ist in der Akademie ein eintagiger Workshop, lässt sich natürlich beliebig vertiefen, da kann man immer mehr ins Detail gehen. Videos schneiden. Videos schneiden, ich habe Carlos, vorher hatte ich Benjamin. Beide haben es gut gemacht, Benjamin ziemlich gut, Carlos ist Vollprofi. Ich zahle ihm 500 € im Monat. Ist spannend für jeden, der einen YouTube-Kanal betreibt. Dein Kunde, der möchte die Zeitersparnis, der will das nicht selber tun. Übrigens hier links, das ist ein Symbolbild. Mit Movie Maker, dem Standardprogramm von Windows, sollte man keine Filme schneiden. Das hab ich noch gemacht, wo ich es selber gemacht habe, weil es idiotensicher ist. Wir zeigen dir in dem Workshop die Profi-Programme, die dennoch relativ intuitiv sind. Relativ intuitiv, naja.
Dein Kunde profitiert von einer höheren Qualität der Videos, führt zu mehr Likes, führt zu mehr Views. Es gibt viele Leute, die wollen schöne Reisevideos haben. Die möchten auch von ihrer Reise etwas haben. Ich habe damit angefangen, weil ich mir sagte, wenn mal irgendwann meine Reise zu Ende sein wird und mich irgendeine Frau heiratet und mit mir eine Familie gründen will, ne, dann will ich mir angucken, was ich erlebt habe. Das will ich meinen Kindern zeigen. Wie viele Leute wollen Business- und Marketing-Videos haben? Und ich sag dir, TikTok ist im Kommen. Videos werden wichtiger. Ist ein Halbtagsworkshop, um dort solide dabei zu sein. Natürlich ebenfalls kann man beliebig vertiefen. Das müsste der letzte sein. Online-Detektiv, auch etwas quergedacht. Empathie für den Kunden, Sprache herausfinden, Rezensionen, Zielkundenavatar. Was bedeutet das? In jedem hochpreisigen Business Coaching, in meinen inklusive, bei der Mastermind-Gruppe, da lernt man einen Kunden zu beschreiben, für den man das alles macht. Und für diesen Zielkunden, das ist eine fiktive Person, die könnte es geben, aber so gibt es sie halt nicht. Doch wenn man diesen Kunden beschreibt, dann ist das Marketing optimal. Es ist wichtig, die Sprache des Kunden zu sprechen. Ist übrigens auch eine Vorstufe fürs Copywriting. Wenn ein Kunde denkt, dass du ihn verstehst, dann denkt er, du kannst dein Problem lösen. Ne? Business-Weisheit. Und eben deswegen genau herauszufinden, was für eine Sprache spricht der Endkunde. So etwas zu recherchieren für den Auftraggeber ist eine Arbeit. Aber diejenigen, die genau auf dem Level sind, wo sie noch da ein paar Prozent besser werden wollen, lassen sich das auch kosten. Das sind die 16 Jobs der Akademie für digitales Arbeiten. Schreib mal die Zahlen herein. Was davon findest du für dich interessant? Welche Zahlen, natürlich gerne auch mehrere, wo sagst du, jawohl, das ist interessant, das könnte ich mir vorstellen. Diese Zahl oder Zahlen mal bitte in den Chat. Zwölf, 14, 16, Online-Detektiv, super, Content Creator, Grafiker, Lobbyist, freut mich besonders. Jawohl, Bewertungen einsammeln, ja. Ich denke, ihr seht auch, das sind weitestgehend Jobs. Die werden woanders nicht angeboten. Ja, Rechnung, Mahnwesen machen viele, klar. Aber ich denke, vieles davon, das lest ihr zum ersten Mal, richtig? Habe ich nicht zu viel versprochen? Super, super. Und so viele noch aktiv dabei, sind immer noch über 100. Perfekt. Jo, jetzt ist die Frage. Ihr seid noch immer über 100. Wir sind auch eine Stunde, habe ich gesagt, ne? Ja, gut, bisschen vorgeplänkelt, knapp über eine Stunde. Diejenigen, die sagen, ja, nee, ich werde doch lieber Handwerker für 300 € im Monat in Kolumbien, die können sich jetzt verabschieden. Diejenigen, die sagen, jawohl, ich mache jetzt doch lieber. Geh doch lieber zu jemandem, der sagt, ne, die neue Super-Krypto mit 20% Rendite im Monat klappt garantiert, können sich jetzt verabschieden. Wer von euch ist bereit umzusetzen? Wer von euch ist immer noch ein Macher und sagt, ich will das lernen, dann nochmal ein Ich in den Chat. Dann schauen wir uns gemeinsam an, wie wir es umsetzen können und dann werden alle Fragen beantwortet. Ihr seid gut, muss ich wirklich sagen. Das macht Spaß mit euch. Ihr seid besser als die Gruppe von vor, wann war das? Mitte September? Motiviert und voll dabei. Jawohl. 18 von 101. Und die anderen? 19. Okay. Schauen wir uns an. Diese 16 Jobs. Die haben wir in neuen Workshops zusammengebracht.
weil die Themen auch manchmal fließend übergehen. Ihr habt ja gesehen, teilweise lernen wir das in einem halben Tag, in einem ja kürzeren Workshop, und deswegen passt es auch, das zusammenzunehmen. Es gibt diese neuen Workshops, neuen Module, und es ist ständig wachsend. Das Videoschneiden zum Beispiel ist neu dazugekommen. Das hatten wir im ersten Durchgang noch nicht. Und 2023, da wird noch mehr dazu kommen. Wir bauen also die größte Online-Bibliothek auf für virtuelle Assistenten. Es gibt drei Strategien zur Umsetzung. Die Verlierer sind schon weg. Das habe ich gerade schon gefragt. Kopf in den Sand. Naja, ich will ja eigentlich doch nicht. Ich habe gerade gelogen. 90 Tage morgen vielleicht Strategie. Ja, diejenigen, die sagen, ja, ich weiß gar nicht, haben sich schon verabschiedet. Übrigens, ich rede nicht von denen, die sagen, ich habe was Besseres. Das ist völlig in Ordnung. Eben nur diejenigen, die gar nicht ins Handeln kommen, die immer nur zögern, die können mir nur leid tun. Dann gibt es die Amateurstrategie. Das ist die Do-it-yourself-Strategie. Mal so ein paar Fragen zum Background. Willst du Steuern zahlen oder nicht? Ich zahle keine Steuern. Ich mache Wohltätigkeitsaktionen, weil ich nämlich entscheide, wem ich helfen möchte. Und dass dort wieder mein Geld ausgegeben wird für Waffen oder sowas in Deutschland, nö, das ist vorbei. Es ist möglich, wenn du es richtig machst. Auch sowas sagen wir dir. Deine Kunden innerhalb der Europäischen Union, die wollen eine Rechnung von dir haben. Zu sagen, ich mach mal einfach und schreib dir eine Rechnung, ja, hast du auch eine vernünftige Firma dafür. Du brauchst also ein vernünftiges Firmenkonstrukt, was trotzdem steuerfrei ist, wie zum Beispiel eine Limited in den USA. Aber auch da funktioniert nicht alles. Dabei helfen wir dir. Wichtige Frage: Wie willst du eigentlich deine Kunden finden? Willst du dich neben die Copywriter stellen und dann in Internetforen nach Aufträgen bitten? Glaubst du, nur weil du mal eine Homepage erstellt hast, verirren sich deine Auftraggeber darauf und finden dich einfach? Zufällig habe ich ein Business-Netzwerk, die Leute wie dich brauchen, die auf Leute wie dich warten. Ich sag dir, die Kundensuche ist teuer und aufwendig. Und überhaupt, der erste Kunde ist der allerschwierigste. Wer garantiert denn dem Kunden, dass du 500 oder 1000 oder 2000 Euro wert bist? Weil du ihm das selber sagst? Ich glaube, wenn ich das denen sage, dann ist das glaubwürdiger. Und meine Kunden vertrauen mir. Ergibt das Sinn? Deswegen rate ich von Do-it-yourself ab. Was ist Do-it-yourself? Mach Google an, du findest die Listen. Ich habe es dir schon gezeigt. Schau in Amazon. Ne? So wirst du virtuelle Assistentin. Gratis E-Book. 45, 54.000 kolumbianische Peso sind 11 Euro. Kannst du dir ein, was steht dort? Ein 2-Stunden-Kurs. Super. Kannst du dir einen 2-Stunden-Kurs angucken? Ja, denkst du, du verdienst 1.500, 2.000, 5.000 Euro im Monat mit einem 11-Euro-Kurs? Ich habe hier was gefunden, das war in Google recht gut gelistet. Das Coaching. Ich habe es mir mal angeschaut. Live-Workshops, Zugang zum Mitgliederbereich, Auftrittscheck, geheime Facebook-Gruppe. Ich habe mir das inhaltlich angeschaut. Da lernt man ja nicht mal die Jobs. Das ist für diejenigen, die bereits virtuelle Assistenten sind und da irgendwie besser werden wollen. Also 3 Monatsraten mal 430 sind 1290. Im Übrigen, Early Bird gilt bis zum 31. Januar vor bald 3 Jahren. Die gibt es schon gar nicht mehr, wird seine Gründe haben. Und sowas ist dann in Google. Tja. Sind wir uns einig? Amateurstrategie macht euch nicht glücklich. Weil ihr so motiviert seid, stelle ich euch die Profi-Strategie vor. Und das ist die Akademie für digitales Arbeiten. Logischerweise können wir kein Done for You anbieten, weil Done for You, wenn wir mit euren Kunden arbeiten, dann verdient ihr nichts mehr daran.
Aber wir können euch in die Lage versetzen, mit einem Intensivtraining, dass ihr diese Tätigkeit ausüben könnt. Also, Done for You funktioniert nicht. Kleingruppentraining funktioniert sehr gut. Was von euch wenig Zeit bedeutet, wenig Zeiteinsatz, aber zum Glück auch eine überschaubare Investition. Da sind wir nicht bei den 7.000 Euro wie bei der Mastermind-Gruppe. Die Ausbildung der Akademie für digitales Arbeiten besteht aus, ich habe es schon gesagt, 9 Workshops in unserer Online-Akademie. Wir haben wöchentliche Live-Meetings, wo wir die Inhalte der Akademie noch einmal durchgehen, wo wir Übungen machen, wo Fragen gestellt werden, wo Fragen beantwortet werden, wo ihr zu den Übungen, die ihr gemacht habt, ein Feedback bekommt, dass ihr also wirklich das alles auch gut könnt. Die Ausbildung ist durch echte Profis aus der Praxis. Die Akademie ist entstanden aus der Praxis für die Praxis. Du lernst es, indem du es machst. Das ist wichtig. Theorie bringt nichts. Du lernst es, indem du es getan hast. Du wirst deine Bilder erstellt haben. Du wirst deine Rechnung geschrieben haben. Du kannst es ja alles an deinem eigenen Beispiel für deinen eigenen Auftritt, für deine eigene Firma schon benutzen. Und wenn du es getan hast, dann kannst du es nämlich auch und du kannst es für andere tun. Wir haben in unserem Netzwerk, haben wir Testkunden. Wir können sogar ergänzend eine Zertifizierung anbieten, dass wir als Akademie für digitales Arbeiten für deine Ergebnisse und für deine Qualität garantieren. Und selbstverständlich, und das ist nicht zu verachten, unterstützen wir dich bei Fragen zur Auswanderung. Es wird einige geben, auch jetzt hier in diesem Webinar, die sagen, nee, ich will nicht. Die werden das Zehnfache und mehr, werden sie verlieren, weil sie beim Auswandern Fehler machen, weil sie da auf diejenigen reinfallen, von denen ich euch eingangs erzählt habe. Schauen wir uns mal exemplarisch 3 Workshops an. Wie sehen denn solche Workshops inhaltlich aus? Nur 3 exemplarisch. Bewertungen, Referenzen, Reaktivieren, Empfehlungen. Ihr lernt, wie ihr Referenzen schreibt. Ihr lernt, wie ihr Kontakte aktiviert. Ihr lernt, Menschen wirklich zu helfen. Empfehlungsfragen. Das alles ist mit Mustertexten und Leitfäden. Links seht ihr einen solchen Leitfaden. Es ist alles nachvollziehbar zum Umsetzen. Und wenn du selber weißt, wie du Empfehlungen generieren kannst und wenn du Referenzen bekommst, für wen kannst du das noch anwenden, außer für deinen Kunden? Für dich selbst. Klar. Du lernst, wie deine Leute in deinem Umfeld dich selber weiterempfehlen. Deswegen bekommst du auch Kunden dazu. Allein deswegen schon ist dieser Workshop doppelt wichtig. Die Empfehlung ist der beste Weg zu Kunden. Du wirst niemanden, absolut niemanden im Business finden, der dem widersprechen wird. Rechnungen, Mahnwesen. Hier seht ihr meine Sekretärin, die Janine. Buchführung, Steuern. Wie müssen Rechnungen formatiert werden? Wie werden die Programme bedient? CopeCard und Digistore24, die Zahlungsanbieter. Wie kann man die Bonität von einem Kunden überprüfen, dass man nicht auf jemanden reinfällt, der pleite ist? Was ist, wenn jemand nicht bezahlt? Also etwas lernt ihr. Janine ist ausgebildete Einzelhandelskauffrau, die kann das alles. Sie gibt diesen Workshop. Alles mit Übungen zum Umsetzen. Nach diesem Workshop kannst du das auch. Und wieder, brauchst du das zufällig selber für dein Business? Möchtest du auch Rechnungen schreiben und Geld verdienen? Möchtest du auch mit solventen Kunden zusammenarbeiten, die ihre Kunden, die ihre Rechnungen nachher bezahlen? Ja, du wirst ja wohl kaum von Mexiko, Bali, wo auch immer du leben möchtest, zurück nach Deutschland fahren und demjenigen auf die Finger hauen, bezahl die Rechnung. Nee, da helfen wir dir. Layout, Grafik. Hatten wir eigentlich gerade schon ein Bild von Beatrice? Glaub nur Ton, oder? Also, so sieht sie aus mit diesen wunderschönen blauen Augen. Immer am Lächeln, so kennen wir sie, so lieben wir sie.
Beatrice zeigt euch, wie ein Contentplan aufgebaut ist, wie man mit Canva etwas Schönes designt. Da ist sie super gut drin. Sie zeigt euch die Serienbilder. Sie zeigt euch, wie Social Media Content erstellt wird. Sie zeigt euch Instagram für Unternehmertum, Farblehre und Bedeutung. Außenrum, ihr seht bei mir ein Blau und ein Violett. Ich bin spirituell. Ihr seht hier dieses Dreieck mit 7 Punkten. Das steht für die Chakren, hermetische Gesetze. Also etwas fließt hier mit ein. Habe ich noch nie dazu gesagt. Ne? Aber das ist mein Corporate Design, weil dort das Karma, wo ich dran glaube, das Spirituelle, von dem ich überzeugt bin, hier unterschwellig mit einfließt. Und jede Farbe hat eine Bedeutung, so wie Violett für das Spirituelle steht. Super spannend, lernt ihr alles. Das ist Strategie der Profis. Mit Profis aus der Praxis für die Praxis. So könnte dein neues Leben ausschauen. Du kannst dir einen Flug buchen, noch jetzt für den Winter. Kannst du rauskommen? Sobald dein Mietvertrag gekündigt ist, abgelaufen ist, kannst du raus zu deinem Traumland, wenn du es nicht schon bist. Du kannst ein geiles Leben führen, ein wirklich geiles Leben mit weniger als 1.000 Euro Kosten im Monat, kannst aber 1.500 bis 3.000 Euro mehr verdienen. Was heißt bis 3.000? Ich habe gesagt, gerne auch mehr, aber ne, ich bin da ein Freund von seriösen Tiefstapeln. Die Differenz zwischen weniger als 1.000 Euro Leben und 3.000 Euro sind 2.000 Euro. Einfach zu rechnen. Das sind 24.000 Euro im Jahr. Das sind 48.000 Euro in 2 Jahren. Das sind 72.000 Euro in 3 Jahren. Wenn du dich hinsetzt und nur das tust, was wir dir empfehlen, wenn du bereit bist, vielleicht auch ein bisschen mehr als die 30-Stunden-Woche zu machen, wenn du gut bist und du musst sie nicht mehr anheben. Das ist ausgelegt auf den Standardstundensatz. Du kannst dir mit 72.000 in Paraguay ein Hektar Land und ein Haus in deutscher Qualität kaufen. Was willst du denn mehr? Der Great Reset ist 2025, was auch immer er bedeuten soll. Du hast ganz 2023, 24, du hast 25. Du kannst 72.000 Euro auf deinem Konto haben, wenn du jetzt dich entscheidest, sparsam zu leben, also wirklich für den 1.000 Euro im Monat. Wenn du sagst, du machst es so wie ich und jettest munter um die Welt, ist auch gut, ist deine Entscheidung. Muss ja nicht alles so schlimm werden, wie es manch einer befürchtet. Aber ich will dir zeigen, was möglich ist. Wenn du nichts auf dem Konto hast, kannst du 2025 ein Hektar Land, ein Haus haben und Selbstversorger sein. Na klar geht das. Es ist dir möglich, Kunden durch mein Business- und Empfehlungsnetzwerk zu bekommen. Vielleicht warten schon einige auf dich. Und vor allem, und das Allerwichtigste, du kannst die Freiheit genießen. Jetzt frage ich dich, was darf eine solche Ausbildung kosten, die dir jeden Monat 1.500 bis 3.000 Euro bringt? Was darf so etwas kosten? Ich frage, ist es fair, einmalig so 2.000 Euro zu bezahlen? Das ist jetzt näher an den 1,5 als an den 3.000. Vergleichsbeispiel. Wenn man eine Immobilie kauft in Deutschland vor den Krisenzeiten, dann hat man so gerechnet mit 20 Jahren. 20 Jahre Mieteinnahmen, das sind 240 Monate, bis man die Immobilie wieder refinanziert hat. Das ist so eine Faustformel. Sind 2.000 Euro fair für ein Programm, was dir jeden einzelnen Monat 1.500 bis 3.000 Euro kostet? Wenn das fair ist, dann schreib mal ein Ja in den Chat oder welchen Betrag du für angemessen hältst. Zur Klarstellung. Selbstverständlich steht schon fest, was es für ein Preis sein wird. Ich sage nicht, dass es 2.000 Euro sind. Ich möchte euch kennenlernen. Ich möchte wissen, ob ihr Respekt habt, ob ihr Wertschätzung habt vor dem, was ihr hier kennengelernt habt. Da geht es um Karma. Ja? Schreibt mal alle in den Chat, was ist es fair?
im letzten Webinar, also im September, hat jemand geschrieben, ja, das sollte nur ein paar hundert kosten, das sollte sich jeder leisten können. Ich gebe zu bedenken, diese Jobs, die wir hier anbieten, die macht ja sonst quasi keiner. Wenn wir jetzt die Akademie so zu Dumpingpreisen anbieten würden wie das Copywriting, dann gibt es jeden von diesen Jobs bald ebenfalls hundertfach. Damit schaden wir doch euch selber, wenn es nachher zu viele Online-Detektive gibt, wenn es zu viele LinkedIn-Manager gibt. Und deswegen sagen wir, es gibt einen gewissen Preis. Ja, danke. Die Frage ist, wie viel ist man sich selber wert? Super, super Antwort. Ja, wenn es zu billig ist, dann nimmt man auch wieder nur einen Kurs. Das letzte, was ich gebucht habe, war jetzt irgendwie für 9 Euro, für genau runde 9 Euro, irgendwie Verkaufstechniken. Wollte ich mal reinhören, kann ich vielleicht meinen Kunden was zeigen im Empfehlungsteam. Und natürlich war das wieder viele Upsells, kauf dies dazu, kauf das dazu, habe ich alles abgewählt. Ja, habe ich einmal reingeschaut, nie wieder. Ne? Deswegen ist das hier etwas, wo auch die Wertschätzung dahinter steht. Deswegen frage ich. Seht mir nach, dass ich die fünfteiligen Texte gerade nicht alle lesen kann. Wir sind ja schon in der Zeit etwas fortgeschritten. Ja, genau, hier, Tom, super. Es kommt nicht auf den Preis alleine an, sondern wie viel auf dem Markt ist. Richtig. Und diese Jobs, die ihr lernt, die lernt ihr nur hier. Es gibt keinen, der das sonst ausbildet. Jedenfalls nicht in der Gesamtheit. Okay. Lösen wir es auf. Der geringste Preis, den ich gelesen habe, waren 5,99. Ist das richtig? Und alle anderen sagten, ja, Tausender wäre schön. Wir sind bei knapp unter 1.000 Euro. Jeder von diesen Ausbildungen, jede einzelne von diesen Ausbildungen könnt ihr für unter 1.000 Euro, könnt ihr diese Ausbildungen erwerben, durchlaufen und damit starten. Unsere Empfehlung, nimm nicht nur einen, nimm zwei Workshops. Damit bist du in der Gesamtakademie. Du hast den Gesamtzugriff auf alle Workshops, weil sich einige auch sehr gut ergänzen. Wenn du sagst, jawohl, habe mich schon entschieden, ich will Online-Detektiv werden und sonst nichts, super, 994. Wenn du sagst, hey, ich finde es aber noch cooler, alles zu lernen, dann zahlst du nicht 9, nicht 8, nicht 7. Für zwei Workshops buch einen zweiten dazu und du bekommst alle 9. Die komplette Akademie für digitales Arbeiten, Lifetime, das bedeutet, wenn wir in 2023 neue Workshops mit aufnehmen, die bekommst du auch geschenkt. 2024 haben wir neue Ideen, bekommst du auch geschenkt. Wir bauen die größte Online-Akademie auf in diesem Bereich und alles kannst du mitnehmen, wenn du zwei Workshops buchst. Geil oder geil? Ich poste euch jetzt einmal den Link hier rein. Ihr seht, wie das aufgebaut ist. Gehen wir mal auf Firefox. Jawohl. Und hier natürlich beantworte ich noch alle Fragen, will es euch nur schon mal gezeigt haben. Alle http Doppelpunkt Strich Strich www.daakademie.de. Und dann seht ihr diese Seite nochmal alles beschrieben. Und hier geht es zum Warenkorb. Es gibt noch was Besonderes. Bonus. Es gibt Tipps, wie du in einem Monat Deutschland verlassen kannst, wenn du es möchtest. Musst ja nichts überstürzen, aber weil du sagst, jawohl, ich will so schnell wie möglich an den Strand,
Du kannst in einem Monat raus. Dabei helfen wir. Wir geben dir Steuertipps zur Firmengründung im Ausland. Klammer auf, ich bin kein Steuerberater. Es gibt Dinge, die darf ich nicht. Klammer zu, ich kann aus Erfahrung sprechen. Und ganz, ganz wichtig, vielleicht sogar unbezahlbar, ist die Community, die wir jetzt schon haben und die mit euch weiter wächst. Nämlich der Austausch zwischen den Absolventen. Jetzt entscheidest du dich für Online-Manager, für Online-Detektiv. Und jemand anders, der hier mit dir im Webinar ist, hat sich entschieden für Grafiker. Und jetzt bekommst du von deinem Kunden, bekommst du eine Anfrage, du, ich möchte ein paar bunte Bilder haben. Kannst du das auch? Und du sagst, ja, ich habe da mal so einen Workshop gesehen. Kannst du machen. Aber cleverer ist es, du gibst es dem Kollegen aus der Akademie. Denn wenn du ihm hilfst, Kunden zu bringen, wird er was machen? Ihr seid ein Team. Ihr werdet zusammenwachsen in der Akademie. Ihr seid, solange ihr wollt, zusammen mit allen anderen Absolventen in ja auch so einer kleinen Mastermind, nennen wir es mal so. Wir haben die Akademie begrenzt auf 30 Personen. Ihr habt es selber in den Chat geschrieben, es sollten nicht zu viele werden. Es sollten nicht zu viele werden. Wir möchten nur 30 ausbilden. Im letzten Durchgang hatten wir 20. Dieses Mal bieten wir 30 die Gelegenheit für eine Ausbildung, damit jeder von euch auch gutes Geld verdienen kann und ihr euch eben nicht gegenseitig auf den Füßen rumsteht wie die Copywriter. Ich mache das mal vor. Warenkorb. Oder jetzt anmelden. Ach so, wenn ihr innerhalb von Deutschland seid, dann wird hier wahrscheinlich die Mehrwertsteuer noch mit angezeigt. Ne? Im Ausland wird es das nicht. Hier steht jetzt Ratenzahlung, Ratenzahlung, ein Kurs nach Wahl, alle Kurse, alle Kurse. An sich ist es einfach, nur von der Reihenfolge her kann man das sortieren, sortieren nach Name, so ist es logischer. Ein Kurs nach Wahl, ein Kurs nach Wahl. Gesamte Akademie, gesamte Akademie. Vorkasse, Ratenzahlung, Vorkasse, Ratenzahlung. Wir nehmen jetzt mal die gesamte Akademie zum Warenkorb hinzugefügt. Zur Kasse gehen. So schaut es dann aus. Das ist die Online-Akademie. Ihr seht hier die Workshops. Unsere Erfolgsgaranten, Feedback einholen, Umfrage erstellen, Referenzen geben, Referenzen bekommen, Referenzen mit der Fünf-Schritt-Technik, Referenzen über Zoom zu zweit. Also ihr seht, ist alles schon da, Kontakte reaktiviert. Und so schaut es für jeden einzelnen Workshop aus. Zum Abschluss, du hast jetzt die Wahl. Möchtest du in Deutschland bleiben, wo alles untergeht? Oder möchtest du deinen Traum von Freiheit jetzt verwirklichen? Möchtest du in Deutschland weiter diese Pandemie, oder willst du endlich Freiheit? Willst du dich aufregen über Politiker oder willst du an den Strand, wo es schön ist? Willst du dir in Deutschland den Arsch abfrieren bei diesen Heizkosten oder willst du in den Pool, wo ich jetzt gleich wieder runtergehen werde? Willst du weiter unter, ob sie wieder ankommen mit Impfpflicht oder berufsbezogene Impfpflicht? Willst du all diese Scheiße oder in einem Land leben, wo die Leute auf die Straße gehen und für ihre Freiheit demonstrieren? Das war übrigens vorgestern. In diesem Falle nicht gegen Corona, das haben sie ein Jahr vorher gemacht, habe mich für ein aktuelles Bild entschieden. Hier ist jetzt gegen Gendererziehung in den Schulen. Wollen sie nicht, da waren zigtausend Menschen auf der Straße. War geil, findet ihr auf meinem YouTube-Kanal. Willst du unter Kriegsangst in Europa leben oder willst du die Liebe? Die Liebe, die Freiheit, die Natur. Willst du die Inflation in Deutschland, wo alles immer teurer wird
Oder willst du für 9,53 Euro am Tag im Fünf-Sterne-Hotel leben? Und willst du Geld verdienen? Make money. Das ist deine Entscheidung. Das ist deine Entscheidung. Soll dein Leben so bleiben? Oder willst du die große Freiheit?